Gastro-Tipps, Folge 10. Heute vom 25. Reutlinger Herbst. Die Gastro-Tipps heute beim Reutlinger Weindorf, beim 25. Reutlinger Weindorf, auch Reutlinger Herbst besser bekannt. Und wir sind hier im Laubenmäxle, dem Wirt, den ihr ja schon kennengelernt habt. Er ist vom Lokal Maximilian hier aus Reutling. Hallo Heimer, ich grüße dich. Hallo lieber Frank, freut mich, dass ihr hier seid. Ja. Ist ganz toll. Stimmung ist schon ganz gut beisammen. Du, heute der erste Tag auf dem Reutlinger Herbst. Nach viel nächtlicher Werkerei und Aufbauerei die letzten 4 Tage sind wir froh, dass wir jetzt offiziell eröffnet seit 3,5 Stunden, dass an dem Mittwoch schon viele Leute da sind beim traditionellen Reutlinger Weindorf. Und dieses Jahr besonders zum 25. Mal. Es ist immens, wo ist die Zeit geblieben. Ich bin jetzt fast 25 Jahre dabei, mit einer Ausnahme von 2 Jahren. Es ist gigantisch. Letzte Woche noch alte Fotos gekrustelt, wie man auf Schwäbisch sagt. Ja. Man erschrickt auch, wir werden nicht jünger. Aber man sieht immer jünger aus auf die Ältere. Es heißt ja immer, die Herren mit den grauen Schläfen werden dann interessant. Jetzt werden wir mal sehen, was es Weindorf bringt. Genau. So, was bedeutet Weindorf für euch jetzt? Ist es viel Stress? Wie lange geht's genau? Weindorf geht hier in Reutlingen jetzt ab Mittwoch vom 1. bis nächsten Samstag, den 11. Übernächsten Samstag, 11 Tage hier ist Dauerstress. Bei gutem Wetter ist es Oberstress, wir freuen uns drauf, es muss alles aufgebaut, es muss alles organisiert, gewerkelt werden, man muss für die Musik sorgen, die Hütten müssen stehen, die Lebensmittel müssen eingekauft werden, für unsere traditionelle schwäbische Küche, die wir hier machen, natürlich auch für die jungen Damen auch ein bisschen mediterrane Einflüsse, dass man mal was Vegetarisches hat. Mir als Schwaben fällt es manchmal immer ein bisschen schwer, aber so ein bisschen mediterrane Gerichte sind auch dabei. Und es muss jeden Tag laufen. Wir haben mittags einen Mittagstisch ab 11.30 Uhr bis 14 Uhr. Nachmittags läuft es durch. Abends dann wieder volle Power, verschiedene Musikprogramme. Wir wollen ein gemütliches, schönendes, schwätzendes, singendes Weindorf haben. Und du weißt, in meiner Musikerseele muss auch ein bisschen Power hinter drin sein. Das gehört natürlich auch dazu. Natürlich. Wie sieht es aus? Muss man vorreservieren oder findet man gelegentlich immer noch Plätzle? Ein Plätzle für 2 oder 3 kriegen wir immer, wie wir sagen, verdruckt. Aber es rät sich, hier zu reservieren. Man reicht uns unter unserer normalen Telefonnummer unter der 07121-340203. Dann ist immer zum Chef weitergeschaltet aufs Handy. Da ist die Reservierung dann auf meinem Herz. Wird von mir, wenn ich Platz habe, dann auch eingetragen. Und zur Not wird auch immer noch ein bisschen was arrangiert. Da heißt es immer so schön, Ruck ein bisschen. So ist es, weil da, wo man fröhlich ist, da lasse ich dich nieder. Und genau, da, wo es trubelt ist, da ist einfach Stimmung besser. So ist es. Tja, und was man natürlich beim guten Essen nicht vergessen darf, auch ein guter Tropfen gehört dazu. Was habt ihr für Weine dabei? Wir haben Auswahl von verschiedenen schwäbischen Weinen, Württemberger Weinen, sind ein paar badische Weine dabei. Natürlich haben wir auch die Einflüsse aus Spanien. Wir haben ein kleines Thema dieses Jahr zu Gast aus Italien. Sind kleine Weinmischgetränke dabei, wie unsere Eigenkreation, unser Kick mit ein bisschen Gin drin, ein bisschen Weißwein. Da haben wir unten die kleine Weinbar bei der Corinna. Wir haben aber auch so tolle Sachen wie ganz normales schwäbisches Weißweile und eine Schorle gibt es natürlich auch. Alles klar, für jedes Herz und für jedes Wohl das Passende dabei. So soll es sein. Die eine möchte der Fest machen, da haben wir einen zum Durchtrinken. Die andere will ein bisschen die schwierige Sache zum Probieren. Für jeden ist was dabei. Alles klar. Dann würde ich sagen, liebe Podcast-Zuschauer von Gastro-Tipps und auch Promi-Geflüster, kommt einfach hierher ins Laubenmäxle um die Marienkirche. An der unteren Marienkirche ist es zu finden, also nicht zu übersehen. Und dann würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns bei einer geselligen Runde mit einer guten Musik, die wir jetzt euch gleich auch noch präsentieren. Aber zuerst würde ich sagen, stoßen wir mal an. Natürlich, Frank. Schön, dass ihr da seid. Ich bedanke mich. Kein Problem, zum Wohlsein. Wollen wir mal Zweinle. Prost. Prost, zum Wohl. Amsterdam.